Yo Leute, was geht ab und willkommen auf unserem YouTube-Channel JT Family. JT Family. Wir hoffen, es geht euch gut. Yes, wir hoffen das wirklich, Leute. In dieser schweren Zeit hoffen wir euch noch, bei mir geht's gut. Nee, wirklich. Wie geht's euch? Schreibt's in die Kommentare. Falls nicht, dann regelt das Paracetamol. Batmando! Ich habe in letzter Zeit so viele Kopfschmerztabletten genommen. Tut jetzt, ey, ich weiß gar nicht, wie viele Tabletten in ihrem Körper sind, gell? Körper so, wow, wow, wow. Ich habe in letzter Zeit so viele Kopfschmerzen. Vor allem ist ja klar, Horner ist sehr oft in meiner Gegend. Dann schluckt man die einen anderen Tabletten. Weißt du, wie ich geschluckt habe? Gegen Übelkeit. Warum? Was ja auch du geschminkt hast. Ja, Charlie schminkt manchmal. Leute, wir haben euch auf Instagram. Dazu Instagram beten. Ja, bitte folgt uns auf Instagram. Täglich Videos, Real Talks, Beauty Hacks. Eigenwerbung, Tick. Super, was soll man noch machen? Fake Lachen, perfekt. Wir haben euch auf. In der Story dazu gebeten, uns auf freiwilliger Basis natürlich Stories zu schicken, genau, die euch passiert sind, aber so richtig cringe Stories mit Jungs. Da kam einiges an. War noch ein paar Sachen, dachte ich mir, boah, krank. Was krank. So laber nicht. Und ich hätte den umgebracht. Also da gab es eine Story, die war so heftig, wo ich mir so dachte, das können wir nicht auf YouTube bringen. Ja, ja, da gab es schon ein paar Kranke. Die hat mir Honda erzählt und Honda so, ruf die an. Ruf die jetzt an. Ich kenne die nicht, aber ich muss mit der reden. Ich suche mir jetzt zwei Stück raus. Tutti sucht sich zwei Stück raus und dann lesen wir uns die gegenseitig einfach vor und reagieren dann auch drauf, okay? Genau, ich liebe das. Wir erzählen euch jetzt diese Stories und danach könnt ihr einfach sehen, was Menschen erfahren haben. Ja, oder dieses Kooperieren so. Ihr sagt uns Sachen, wir machen das daraus und wisst ihr schon, diese Kooperieren. Love it. Eine schreibt mir, Horner. Ey, das Behindertste, was mir passiert ist, war letztes Jahr an Silvester, also jetzt. Ja, ja. Also quasi vor dem Jahr. Vor dem Jahr, okay. Ich war in der Stadt im Parkhaus mit meinen Freundinnen. Mhm. Und da war so ein Typ, ne? Ich schreibe ne mit ne. N. Ehefrau. Ich küsse dein Herz. Also ich war in der Stadt im Parkhaus mit meinen Freundinnen und da war so ein Typ, ne? Der Typ war mit seinen zwei Kumpels. Der hat immer wieder Augenkontakt zu mir gemacht und da meinten meine Freundinnen, der würde Bombe aussehen. Also fand ich ihn auch hübsch. Ja, normal. Kennst du das? Wasser, der war mein Typ, ne? Ne? Und dann eiskalt kommt der nicht zu mir und fragt mich wegen meiner Nummer. Ich hätte eh nicht gegeben, aber so wegen Flex. Geht's weiter? Ja, ja, natürlich. Warte, warte. Die hat es cool, wie die geschrieben hat. Tschüss! Dann fahren wir raus aus der Tiefgarage und es war schon 3 Uhr. Und die fahren genau hinter uns. Und ich war so voll traurig. Okay. Ich gucke immer wieder nach hinten, ob die noch hinter uns sind. Da gucke ich noch einmal und ich sehe, die sind immer noch hinter uns. Yeah. Auf einmal sind wir an einer roten Ampel. Der Typ steigt aus seinem Auto, klopft an mein Fenster. Wie saß ich schon da hinten? Ach, scheiße, ist doch egal. Ist doch egal, wie ich das Junge sehe. Ich will das nicht. Ey, das muss ich verraten. Er hat so geklopft und die war richtige Freunde. Hat er gesagt, darf ich die Nummer von deinen Freunden? Das ist so krass. Sagt, aber das ist nicht das Ding. Sie sagt, dass der Typ steigt aus seinem Auto, klopft an mein Fenster und fragt, ob er meine Nummer kriegt. Mm. Das Ding ist, ich wollte nicht geben, aber ich musste, weil ich wusste, ich werde den nie wieder sehen und der sah so gut aus. Warte, das war das Geilste. Ich war so glücklich. Ich dachte, das wäre mein Geschenk von Gott, einen Freund zu haben dieses Jahr. Einen neuen Freund zu haben dieses Jahr. Die wussten nicht, was 2020 kommt. Die wussten noch nicht. Wir haben dann geschrieben und wir haben perfekt zueinander gepasst. Und er hat eine Stunde von mir entfernt gewohnt. Und nach ein paar Wochen schreiben und telefonieren haben wir ein Date ausgemacht. Und er erzählt einfach ohne Ehre beim Date, dass er eine Freundin hat, der Bastard. Dann seine Ausrede war, dass er jetzt mich liebt und mit ihr Schluss macht, falls es klappt. Ich schwöre, ich musste fast weinen und wollte gehen, aber wir hatten Nudeln bestellt und er meinte, lass noch warten aufs Essen, danach gucken wir. Nach dem Date habe ich ihn blockiert. Dann sagt die, dann kam Corona vorbei. Alter, die Arme. Alter, die Arme. Der hat die hochgenommen. Das Weizen. Das Ding ist, warum hat die, sie hat eiskalt auf die Nudeln gewartet. Ihre Frau. Die haben schon Nudeln bestellt, sagen wir mal irgendwo beim Italiener oder so. Geil, die waren bestimmt so im Auto chillen. Die war pissed, die ist schnell die hinter so. Warte ab, ich räume dir diese Gabel gleich.
Chat danach einen Reifen. Reicht. Seine Felgen mit Schlüssel. So zwei Kratz. Nein, Spaß. Also erstmal richtig traurig und zweitens, er hat auf die Nudeln gewartet. Ich feierte. Der hat auch eine Freundin gehabt. Aber Ehre von ihr, dass sie Schluss gemacht hat. Weil sie hat auch so sagen können, ey, mach mit dir Schluss, sie passen besser zusammen. Ja, ja. Sie hat den Schluss gemacht. Weißt du warum? Das Ding ist nur, die Freundin von dem Typ, denkst du, sie weiß es, dass alles passiert ist? Jetzt weißt du es. Jetzt weißt du es als von 10. Also von 1 bis 10, was geben wir dieser Story? Ich würde 11 geben. Boah, nee, 12 sogar. Nee, egal, die war witzig. Die war witzig, aufregend. Guck mal, wir machen jetzt Analyse, ja? Wer ist schneller? Anfang hat gut gestartet, so. Hast gut dargestellt. Man konnte sich das bildlich vorstellen. Plötzlich Aufregung, Spannung so. Steigt. Danach, noch mehr, danach, Low Twist. Bam. Depri. Ich bin scheinbar zu weinen. Perfekt. Also, ich konnte mich identifizieren mit dem. Ja, ja. Mit dem Protagonisten. Ja, ja. Ja, nee, der Nebel. Der ja, 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 nee, dieses Nee, hab ich gefühlt. Ja, nee, diese Nebenfigur hat reingekackt. Aber die Storys, die ich habe, sind jetzt nicht so lang. Aber ja, nee, die hat sich Mühe gegeben. Die hat kurz gelassen. Die dachte, ich muss kurz raushauen. Du musst erzählen. Aber Ehrenfrau, ey, kranke Story. Also, auf meinem ersten Date lief es richtig schief. Ich war mit einem Typen im Kino und der Vogel hatte nichts Besseres zu tun gehabt, als durchgehend Kautabak zu kauen. Leute, Kautabak, wer es nicht kennt, das ist wie Tabak, aber den kann man kauen. Tabak, aber den kann man halt so kauen. Das schmeckt, das riecht wie Zigaretten im Prinzip. Das wie, riecht halt wie Tabak und es stinkt auf jeden Fall. Also richtig viele wollen damit auch meistens mit dem Rauchen aufhören. Einen Entzug machen. Genau. Oder die Rauchende, also die kauen es während eines Flugs. Sorry. Hat jemand gefragt? Ich weiß mit, also für die nächste Klausur Tabak. Erstens hat das übelst beim Filmschauen genervt, aber das Highlight kommt noch. Er legt sich über mich, nachdem er mich nach Hause gefahren hat, um mich zu küssen. Obwohl er noch diesen scheiß Tabak im Mund hatte. Und es stinkt wie Scheiß. Okay. Und dann sagt sie, ich hab ihm einen High Five gegeben und bin dann gegangen. Auf jeden Fall sagt sie, sie hat ihm dann einen High Five gegeben und ist dann richtig schnell rausgerannt. Dann sagt sie, ich habe ihn dann geblockt, ohne viel reden. Schreibt sie. Guck mal, die Story war kurz, aber ich bin abgekackt. Die war so witzig. Ja, Leute, regelt vor einem Date, also man telefoniert oder schreibt da, glaube ich, irgendwie davor mit der Person. Und regelt davor, ob die Person, was sie in ihrer Freizeit macht. Und der macht ja in seiner Freizeit, also der kaut in seiner Freizeit Kautabak. Und ja, da solltest du schon vorher wissen, ob du das magst oder nicht. Oder auch, ob er raucht generell. Also ob es nicht aufhört. Aber das ist, stell dir vor, du sitzt so im Film, du willst so schauen. Das ist bestimmt voll der coole Film, so kann ich mir gut vorstellen. Und der die ganze ich würde mir denken, ich würde so mal Spuck aus. Ich würde sauer werden. Hör mal's. Ich würde sauer werden. Ich würde so machen. Du willst, Schelle. Mach ja so mal. noch einer. Klar, noch einmal für meine Cousins. Das hat mir ein Junge geschrieben, deswegen wollte ich es unbedingt nehmen, okay? Mhm. Weil wir haben eigentlich so gut wie nur Mädels geschrieben, aber das ist ein Junge. Und seit viel war sogar auf öffentlich, können jetzt alles leaken, aber das machen wir nicht, dein Spaß. Das ist ein Junge, deswegen wollte ich es vorlesen, aber der hat sich nicht so viel Mühe gegeben. Der hat ganz kurz geschrieben, so wie die Jungs immer antworten, immer kurz. Immer kurz, knackig. Ja, Mann. So, liebst du mich? Ja. Ja, Bruder. Bruder. Was soll ich sagen, Bruder? Du bist meine Cousine, ich habe halt keine andere Wahl, Bruder. Also der hat von seinem Kumpel erzählt, was ihm passiert. Das ist immer diese Wir Kumpel. Der schreibt, mein Bruder hatte witzigste Date des Jahrhunderts. Der trifft sich mit einem Mädchen am Hauptbahnhof, dann gehen die Megges und mein Freund holt sich ein Eis für sich und sie, voilà, die war Veganer. Ha! Die labert ihn voll mit Milch und vegan sein und wie schlimm das ist für die Tiere. Der sagt ohne Herz zu ihr, ich zeig dir mein Leder an meinem Arm, geh zu wild. Der Brie hat alles gefickt. Der kommt der Eis, die sagt, ich bin vegan. Sagt, ja komm, lass ins Auto gehen, ich zeig dir mein Leder. Zu wild. Zu wild. Ehre, Mann, Alter. Ich wäre für den wieder umgestiegen zu Fleisch, einfach weil es witzig ist. Ich wäre einfach mit dem Eis ins Auto eingestiegen, so super. Erzähl mir jetzt mehr. Super. Junge, Kanaken sind so witzig. Kanaken sind einfach witzig. Guck, der hat einfach kurz Ding gemacht, rasiert. Das waren 3-4 Zeilen. Der hat auch einfach auseinandergenommen. War witzig. Als ob die davor nicht geschrieben haben und sie nicht erwähnt hat, dass sie Veganer ist. Also Veganerin.
Und außerdem, wenn guck mal, wenn der Kumpel schon so schreibt, dann ist bestimmt sein Kumpel auch so ein Kenneck. Und als ob ein Kenneck sich mit jemandem trifft, die so richtig Veganismus durchzieht und so. Weißt du, was ich meine? Also irgendwie, das passt gerade an. Irgendwie, der Pussetank fehlt. Da passt was nicht. Die fängt an. An alle Jungs, wenn ihr das tut, ist es nach der ersten Sekunde vorbei. Ich dachte mir so, klingt interessant. Die Einladung klingt auf jeden Fall spannend. Kennst du jemanden, wo du Bericht schreiben musst, hat die dann gesagt, macht so spannend und so, damit es so anziehend wirkt für den Leser. Hat sie getroffen, war schon am Start. Da habe ich gelesen da. Listen, Leute. Englisch, listen, ne? Also hört zu. Also. Hatte eine Art Kirmes-Date. Also Kirmes, ich weiß nicht, das heißt ja überall anders. Bummel, Kirmes und so, das ist ja so, wo überall so Dinger sind, ne? Wo man so. Du kannst gar nicht erklären. Hey, wo halt Dings ist, du weißt schon. Hä, hey, Junge, da wo man so, so Skistadt und so. Da was wo man so Autoscooter war, kein Riesenrad und sowas. Da, wo man Kirmes. Krebs verkaufen und. Ja, guck dir direkt nur ein Essen. Kleiner Felssack, Junge. Da, wo die Krebs. Ja, du denkst nur über Gewalt. Hier nimm nur zu schießen und so. Hä? Legst du Münze hin, kriegst 3 Euro, kannst du schon schießen. Ganz bisschen formell. Kannst du den Ball gegen Dosen werfen. Kann zeigen, was du doch gelernt hast. Back to story. Sie sagt, hatte eine Art Kirmes-Date. Und dieser Typ kam nicht nur zu spät, nein, nein. Der dachte sich auch noch, hey, das Erste, was ich zu ihr sage, ist, ich hatte keine Zeit mehr duschen zu gehen, um meine Zähne zu putzen, weil ich verschlafen habe. Also wird es heute nichts mit Knutschen. Warte. Und sie schickt mir diesen Emoji, der so macht. Erstens, es war 18 Uhr am Nachholen. Echt jetzt? Junge, wie hat der verschlafen? Wie hat der verschlafen? Wir haben 18 Uhr am Nacken. Dann sagt sie. Zweitens, es war unser erstes Date. Also echt. Long story short, ein zweites Date gab es nicht. Ey, ich bin abgekackt, als ich es gelesen habe. Warte mal, deswegen. Also die Moral der Geschichte ist das jetzt nicht. Sie hat ihn abgeschoben. Die hat gesagt, ich gehe allein zu Schießstand. Ich brauch dich nicht. Leg alle Dosen hoch, ich knall jetzt alle. Weil alle Mädels, die sich in so Kirmes und so treffen, die wollen nur, dass der Junge Dings macht, damit die Teddy bekommen. Kennst du das? Kennst du diese Mädels? Die mit Jungs hingehen, damit die Geld ausgehen, dann kriegen die Scheiße von dem. Ich würde sagen, die Erdbeeren mit Schokolade drüber. Was ich würde sagen, was willst du? Ich gebe heute aus. Ich würde sagen, gib mir die Dings. Ich hole uns Teddy. Ich hole uns für uns beide Teddy. Ich würde einfach die ganze Stadt an, oder? Und da fährt mit diesem LKW, wo der Stand hinten ist. Das Einzige, was der Verkäufer dann für diesen Teddy stand hat, ist seine Ehre. Und sogar die holt Horn am Oh, eine nächste Story. Komm, erzähl mal auf spontan erzähl die einfach. Okay, gib ihm. Als ich mich mit ihm zum ersten Mal getroffen habe, war ich voll aufgeregt, hab übelst geschwitzt, es war auch warm, hab aber trotzdem gut gerochen. Einmal Parfüm drauf gemacht, so geregelt. Jetzt kommt aber das Schlimme an dem Ganzen. Mein Make-up wollte nicht mitspielen, als ich ihn umarmt habe, hab einen fetten Make-up-Fleck hinterlassen. Punkt. Hab das erste Mal gar nicht bemerkt, weil wir nebeneinander gegangen sind. Aber als ich vor ihm stand, habe ich gesehen, ich hab's ihm auch gesagt, dass da Make-up war und so. Das war mir so unangenehm. Er hat so getan, als ob es nicht schlimm wäre. Wollte im Erdboden. Ja, Junge, das hier ist. Wollte nicht Erdboden. Wollte im Erdboden versinken. Das ist die Moral der Geschichte. Darauf. Aber ich sage schon mal was, mir ist auch das passiert. So oft passiert, gell? Das war mir mein tägliches Brot. Ich esse die immer. Ich muss meinen Freunden Geld zahlen für die Wäscherei. Ist egal, wie ich meinen Kopf drehe, das kommt da dran. Ich habe bei einem Kumpel, der eine weiße Jacke hatte, in der Schule, ich habe den umarmt. Kumpel. Ich habe den umarmt, gell? Auf. Mein Gesicht war weiß. Seine Jacke war nicht mehr weiß. Sein Gesicht war. Seine weiße Jacke war braun. Das hat man so gesehen. Ich dir was sagen, das ist nicht nur auf weißen T-Shirts oder Jacken. Sogar bei schwarzen. Leute, die ganz schwarz anhaben. Wenn dein Gesicht so glänzt und das heißt, dein Make-up ist noch ein bisschen richy-richy, das rutscht von da nach da, weißt du? Ich umarme so einen Freund, gell, Freund, so ein Kumpel. Ich umarme den so, danach ich gehe weg, sein T-Shirt war schwarz und ich sehe hier so an der Kante, hier ist so ein Fake-up, der steht so. Ey, du hast so, ey, ich muss los. Ja, schon, dann der kam schon sein, ich geb die Hand. Weil dann ich will raus aufs Spiel, ich hab dich nicht zuletzt berührt. Den Corona, ich hab voll vergessen. Danach. Also guck mal, die kamen, alle haben die so begrüßt, haben umarmt und nach mir haben ihn auch noch Mädels umarmt, um den zu begrüßen. Dann hättest du sagen sollen. Nein, dann ein Mädchen umarmt den und macht so, oh scheiße, war echt, das ist so. Ich hab's gesehen. Das hast du. Junge, die hätten die Probe gemacht vom Gesicht, Hautfarben, aber hätte nicht gepasst, bei mir hätte gepasst. Wir zeigen euch jetzt mal, wie ihr sowas verhindern könnt. Also,
Du bist jetzt zwar ein Junge, ich bin ein Mädchen. Wir treffen, man sieht sich so jetzt in der Stadt, okay, ja? Okay. Ey, Momo. Ja, danach, ihr holt eure Sternhose. Ja, nee, macht so. Dann immer so, guck mal, wenn die Leute am Abend immer, guck mal, ich zeig euch das mal. Komm auf mich zu. Du gehst nach dort, ich geh nach dort. Komm auf mich zu. Ja. Guck mal, jetzt ich zeig's euch, Leute. Umarm mich. Person, Zielperson, kommt auf euch zu. Okay. Auf euch zu. Auf 12 Uhr natürlich, ne? Bei 13 Uhr. Wer bist du noch da? Ist schon mittags, da umarmen wir sich. Zielperson kommt auf einen zu. Ihr hört dieses Piepsen wie beim Auto. Piep, 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 piep. Ist ganz nah plötzlich, ganz nah. Piep, piep, piep. Und wenn ihr piep, piep hört, da will ihr Auto bremsen. In diesem Moment, bam, dreht Kopf nach links und sie auch nach rechts. Versteht ihr? Danach macht ihr... die Jacke, weil die von Nike ist, zieht sie an. Und läuft immer ihr Kopf, zeigt nach da drin. Und guck mal... Du kennst dieses Artikel, dieses... Nein. Wenn du mich da umarmst und ich mach so, seht ihr, wie meine Jawline rauskommt. Ihr habt nur Pluspunkte. Das wollte ich gerade sagen. Ihr macht das so. Falls Foto macht ihr vom Paparazzi, ja? So. Markier mich. Du hast deine Schulter. Nein, du hast deine Kehle gegen meine Schulter. Ja, nee, bei mir tut aber echt nicht. Echt? Ich bin jetzt einmal. Leute, bevor das Video endet, gibt es noch eine Story. Also keine Story, ich habe die eben nur gelesen. Und das wollte ich kurz nennen. Guck mal, die hat es in einem Satz ganz so einfach so beendet. In einem Satz hat sie gesagt, wie es lief. Ja. Er hat mich mit seinem Auto abgeholt und ich musste hinten sitzen, weil sein Hund vorne saß. Das war ich. Das war ich. Ich entscheide nicht, genau. Du gehst Kofferraum, ja? Ne? Nein, mach den Hund Kofferraum, steht gesagt, ja? Kollege? Der Hund sitzt vorne mit Sonnenbrille. Danach so ein Espresso von Maggis. Der hätte das einfach zu machen. Der Hund hätte beim Drive-In gesagt, weil die ganzen Rinder, die gestorben sind für die ganzen, für das ganze Fleisch. Der Hund hätte gesagt, Bruder, ihr habt es nicht geschafft, wir sehen uns zum Himmel. Ich glaube, jo Leute, das war's mit dem Video. Das war's mit dem Video. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Oh, ist das ein Daumen sein meisten? Komm mal, zeige mir heute nach oben gehen, wa? Gebt ein kleines Video. Das ist ein Video, gebt dem Video. Das ist ein Video, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Hinterlasst den Kommentar. Wenn du etwas, abonniert unbedingt diesen Kanal, um Teil der JT Family zu werden. Und um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.